schafft das offensichtlich. Tag auch. Ich muss hier gerade mal ein Video machen, weil ich erlebe gerade was, was ich einfach umwerfend finde. Und ich sehe da meine Möglichkeiten, was ganz Bestimmtes draus zu machen. Und zwar hat sich in den letzten Tagen bei mir schon irgendwie was angebahnt. Ich hatte Anfang der Woche um finanzielle Unterstützung kurzfristig mal gebeten, weil ich mit dem, wo ich da zu tun hatte, alleine überfordert war. Und daraus ist dann irgendwie was ganz Tolles entstanden. Das Ding ist, dass ich halt die letzten Wochen, dadurch, dass ich bestimmte Aufgaben zu lösen hatte, wieder viel damit beschäftigt war, zu tätowieren, um das nötige Geld aufzutreiben. Das heißt, ich habe schon wieder das getan, was ich eigentlich gar nicht machen wollte. Na, so. Bin dann letztendlich auch nochmal in die Gelegenheit gekommen, dem Geld hinterherzulaufen. Na, das ist halt was, was ich mir eigentlich soweit schon ganz gut abgewöhnt hatte. Aber jetzt dann doch auch nochmal erleben durfte. So, und das hat sich aber dann auch sehr gelohnt, das zu tun, weil dadurch was ganz Tolles entstanden ist. Und so habe ich jetzt inzwischen nicht nur mein Auto durch den TÜV und umgemeldet und alle weiteren Kosten jetzt soweit gedeckt, sondern ich habe gestern Abend, hatte ich das dann auch nochmal in Worte gefasst, ich habe im, hier, ich kann das mal kurz, ach, wisst ihr was, ich poste einfach den, ich habe gestern eine meiner Notizen an mich selber ins Facebook gepostet und da ging es im Groben darum, dass ich, und das hat halt mit so den Erkenntnissen der letzten Tage zu tun, die logische Umgewöhnung, die dann jetzt stattfinden muss, um das, was ich in den letzten Tagen so erkannt habe, umsetzen zu können, geht es halt darum, Zeit aus meinen Plänen rauszulassen. Planen ist für mich was geworden, was ich kann ein Tattoo planen, ein Konzept für einen ganzen Arm oder sowas. Und da kann man sich dann halt, das ist eine Richtlinie, da kann man sich dran halten. Aber sobald Zeit mit in Pläne einbezogen ist, habe ich auch die entsprechende Bestätigung sofort mehrfach bekommen auf, als Reaktion auf diesen Kommentar oder auf diese Notiz an mich selber, diesen Status, dass ich da nicht der Einzige bin, dem das gerade so geht, dass immer mehr Pläne einfach nur noch gemacht werden, damit man sieht, so funktioniert das irgendwie nicht, weil die platzen die ganze Zeit. Ne, wie gesagt, ein Beispiel für funktioniert nicht. Ich komme nächste Woche bei dir vorbei zum Tätowieren. Sobald ich das sage, also mittlerweile passiert das dann innerhalb der nächsten Minute, dass irgendwas passiert in meiner Wahrnehmung, wodurch klar wird, kannst den letzten Satz aus dem Protokoll streichen, passiert kein Wort von. Und ja, dann bin ich halt eben drauf gekommen, auch in den letzten Wochen schon, nochmal in einer ganz, ja, ziemlich intensiv, durfte ich mir zeigen, wie sinnig es ist, auf mein Herz zu hören, meinem Herz hinterher zu fahren. Und mein Herz, habe ich auch festgestellt, bin ich nicht der Einzige, schreit vor allen Dingen nach Liebe, Ruhe und Frieden. Das ist quasi das, was ich schon seit Jahren als den Weltfrieden auch bezeichne. Ja, wenn ich mit meiner Welt im Frieden bin und um mich herum auch. Und das ist halt das, was ich eigentlich die ganze Zeit verbreite und tätowiere, um es verbreiten zu können. Mein Auto halte, um es machen zu können. Ich mache eigentlich seit Jahren nichts anderes, als nach Möglichkeit Liebe, Ruhe und Frieden zu verbreiten. Und in dieser Notiz stand dann halt auch von der Idee, mir einen Sponsor zu suchen, der mir für den Rest des Jahres, nur noch 3 Wochen, die Möglichkeit gibt, in einem Feldversuch zu zeigen, was passiert, wenn man nichts muss. Ich also quasi dafür bezahlt werde, dass mein Job ist, ausschließlich das zu tun, wonach mir gerade ist. Meinem Herzen zu folgen und Liebe, Ruhe und Frieden zu verbreiten. Und das ist halt eben das, wonach mein Herz schreit. Und ich weiß aus
vielen Reaktionen, vielen Gesprächen, dass mein Herz nicht das Einzige ist, was im Kern hinter allem, wonach es sonst so schreit, immer nach Liebe, Ruhe und Frieden schreit. Und dann habe ich halt eben gestern Abend geschrieben, ich fange genau an dieser Stelle bewusst damit an, nichts mehr erreichen zu müssen. Achso, ich hatte auch noch geschrieben, aber auch diesen Gedanken mit dem Sponsor lasse ich jetzt einfach los, lasse ihn passieren, damit es passieren kann. Ja. Und das Coole ist, heute Morgen ist es passiert. Ich habe einen Sponsor und jetzt ist es mir möglich, weil die Spritkosten, meine laufenden Kosten, die ich jetzt für den Monat brauche, ausreichend gedeckt sind und ich für die nächsten 3 Wochen nichts mehr tun muss, quasi ein bedingungsloses Grundeinkommen habe, das an die eine Bedingung geknüpft ist, nichts anderes zu tun in den nächsten 3 Wochen als das, wonach mir ist. Und ja, ich schau mal, wie viel ich davon zeigen kann. Aber ich denke, das ist meine Möglichkeit, eine kleine Werbekampagne ganz nebenbei laufen zu lassen. Für den Gedanken eines bedingungslosen Grundeinkommens. Und das tue ich hiermit sehr gerne auch, weil es mir einfach gerade möglich ist, für die BGE-Bewegung, um zu zeigen, was denn eigentlich alles mit einem BGE möglich wäre, was das bedeutet, dass man tun und lassen kann, was man will und nichts mehr muss, dass das möglich ist. Es ist möglich, ich weiß das, weil ich das schon ganz lange lebe. Und jetzt bekomme ich die Gelegenheit, es zu zeigen und es mit denen zu teilen, zu denen mein Herz mich hinzieht. Dahin werde ich jetzt fahren. Keine weiteren Pläne, aber ich weiß, wo mein Herz mich hinzieht. Und zu all denen werde ich jetzt aufbrechen und mit ihnen zusammen Liebe, Ruhe und Frieden praktizieren. Und dann mal gucken, was dabei rauskommt. Weil ich weiß, wie viral sowas wirken kann. Ne? Passt irgendwie zufällig auch genau in diese Zeit, 2012. Ne? Um nochmal die Frage aus dem Film, mein 2012, nochmal zu beantworten. Was ist für mich mein 2012? Da genau das hier. Das, was gerade hier vor unserer Nase abgeht, das ist mein 2012. Dankeschön, bis bald mal und meldet euch, kommentiert. Ich bin immer noch gerne zwischendurch im Computer, auch wenn ich jetzt zwischendurch mal was mehr abseits des Computers wohl auch tun werde. Und mal schauen, wo es mich hin verschlägt. Ich habe keine weitere Ahnung, wann ich wo sein werde. Und es ist auch noch vollständig Schnuppe. Auch mit dem 21. Dezember werde ich es sich ergeben lassen, wo ich mit wem an diesem und den nächsten 3 Tagen sein werde. Schauen wir mal. Ich weiß, dass ich irgendwo sein werde, wo ich mit demjenigen oder derjenigen oder demjenigen, wo ich dann bin, Liebe, Ruhe und Frieden praktizieren kann. Und dann habe ich das, wofür ich 8 Jahre gearbeitet habe. Jede Möglichkeit genutzt habe, um diese Möglichkeit aufzubauen. Und ich weiß, dass sie besteht und ich mache mir keine Sorgen, nicht im geringsten, dass ich am 21. Dezember nicht irgendwo wäre, wo ich genau das finde, wovon ich fühle, dass es kommt. Und mehr kann ich über den 21. Dezember und will ich auch gar nicht mehr sagen. Aber das ist dann quasi in der Ausführung das, was ich vor ein paar Monaten schon in einem Video dazu gesagt habe, bezüglich Aufmerksamkeit an diesem Tag und Wachsein und im Weltfrieden leben, wenn man das selber dann auch einfach für sich macht. In dem Sinne, bis bald.